Also so und dann. Dann fallen wir beide hin. Findest du, ich habe Talent? Jeder hat Talent. Sehr diplomatisch. This is a place that has really changed my life. Jeder soll mitmachen können, frei von seiner sexuellen Identität. Servus bei Mit Rahel unterwegs. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, ich bin dieses Mal in Bayern unterwegs und zwar in München. Bei uns geht es aber nicht um Lederhosen und Schweinebraten. Ich will euch eine ganz andere Seite dieser schönen Stadt zeigen. Hier gibt es nämlich ganz viele tolle Menschen, Ecken und Projekte. Pack mal's! Die bayerische Landeshauptstadt ist nach Berlin und Hamburg die drittgrößte Stadt Deutschlands. In München oder bayerisch Minger wohnen rund 1,5 Millionen Menschen. Einer ihrer Lieblingsorte ist der Fluss Isar. Ich bin jetzt zum Grillen verabredet und zwar mit der Rugby-Mannschaft Munich Monks. Die Munich Monks gehören zu Team München, einem schwul-lesbisch-transgender-hetero-Sportverein. Ich treffe Nils, der das Rugby-Team mitgegründet hat. Heute gibt es anscheinend was zu feiern. Hallo Nils! Hallo Rahel! Danke für die Einladung! Ja, sehr gerne, willkommen in München! Gibt es einen Anlass eigentlich für die Grillage hier? Ja, heute haben wir unseren Geburtstag sozusagen von Munich Monks. Also wir feiern. Dankeschön. Drei sind wir geworden. 3 Jahre. Ja, so jung. Nils versucht mir die Rugby-Regeln zu erklären. Ich verstehe nicht alles, probieren will ich es trotzdem. Das klappt schon ganz gut. Und jetzt noch eine Runde Tackeln für Anfänger. Findest du, ich habe Talent? Jeder hat Talent. Sehr diplomatisch. Wie unterscheidet sich dann eure inklusive Rugby-Mannschaft von einer normalen, also die nicht inklusiv ist? In der Rugby-Community gar nicht so arg, weil in der Rugby-Community weltweit gesehen es fast kaum homophobe Attacken oder in der gleichen Weise gibt. Also wir haben aktive Nationalspieler, die geoutet sind. Der beste Schiedsrichter ist homosexuell. Da kommt keine Buhrufe, nichts. Also an sich ist das schon ein sehr schöner Bereich. Aber wir haben auch festgestellt, dass viele Leute Schwierigkeiten haben mit Mannschaftssportarten aufgrund von ihrer Vergangenheit. Also sie wurden gemobbt, weil die zu dick waren vielleicht. Haben die falsche Religion gehabt, falsche sexuelle Identität oder irgendwas war der Grund und haben sich dann leider eigentlich vom Teamsportart zurückgezogen. Und da setzen wir als inklusive Verein an, dass wir explizit sagen, genau du bist willkommen bei uns. Wir haben im Vorfeld auf goethe.de und auch in sozialen Netzwerken gefragt, welche Fragen so an euer Rugby-Team da sind. Und jemand aus Russland wollte wissen, ob eure Mannschaft auch für nicht-binäre Personen offen ist. Wir sind eine inklusive Mannschaft und inklusiv heißt, jeder soll mitmachen können, frei von seiner sexuellen Identität, Herkunft, Religion. Beim Rugby brauchst du auch jeden oder jede. Du brauchst den etwas korpulenteren Typ, du brauchst den schmalen Typ, der schnell rennen kann. Die Jüngste ist gerade 17, der Älteste zum Beispiel 49. Und der rennt mir leider auch schon weg. Also der ist sehr super sportlich. Also Alter macht überhaupt keine Rolle. Die Munich Monks wissen auf jeden Fall, wie man feiert. Mit leckeren Bratwürsten und witzigen Spielen. Ihr grillt zusammen, ihr spielt Rugby zusammen, macht ihr auch noch andere Aktivitäten zusammen als Mannschaft? Ja, das ist auch unheimlich wichtig für eine Mannschaft, dass wir Zusammenhalt bekommen, machen wir auch verschiedene Sachen. Also sprich von den kleinen Sachen wie regelmäßige Stammtische, Bootsfahrten oder Skitouren sind natürlich auch wichtige Sachen wie zum Beispiel CSD, bei solchen Paraden dabei zu sein, wo wir uns auch präsentieren können, wo wir sagen können, hier sind wir und sind präsent einfach für die Stadt auch. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, man merkt bei den Munich Monks sofort, dass die mehr sind als eine reine Sportmannschaft. Die sind eine Gruppe von ganz, ganz unterschiedlichen Leuten, die sich gut verstehen, die Freunde sind und ich finde, das ist einfach mega schön zu sehen. München hat jede Menge Grün zu bieten, wie hier im Englischen Garten. Der ist mit seinen 375 Hektar eine der größten Parkanlagen der Welt.
Hier gehen die Menschen unter dem berühmten chinesischen Turm in den Biergarten und entspannen bei einem Bierchen. Im Englischen Garten gibt es auch mehrere Bäche wie den Eisbach. An einem Ende ist die Eisbachwelle, eine stehende Welle mitten in der Stadt. Da schlägt mein Surferinnenherz höher. Und hier hole ich mir jetzt noch was zu essen, auf dem Viktualienmarkt mitten in der Stadt. Er ist der bekannteste Markt Münchens. An den vielen Ständen gibt es alle möglichen Leckereien. Egal ob aus aller Welt oder traditionell bayerisch. Apropos typisch, dem Klischee nach lieben die Deutschen Kartoffeln. Hier am Marktstand gibt's die Knolle ganz besonders lecker. Dankeschön. Wusstet ihr, dass man in Bayern Erdäpfel zu Kartoffeln sagt, also Äpfel aus der Erde? Ist aber ja eigentlich egal, wie man sie nennt. Ich finde sie immer gut. Das Glockenbachviertel ist eines der hipsten Viertel der Stadt. Die schönen Altbauwohnungen sind sehr begehrt, entsprechend hoch sind die Mieten. Der beliebteste Ort hier ist der wunderschöne Gärtnerplatz. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, die Ampeln im Glockenbachviertel sehen ein bisschen anders aus. Da sind nämlich gleichgeschlechtliche Paare drauf zu sehen. Das Glockenbachviertel hat nämlich eine ganz lange schwul-lesbische Tradition. Mitten im Glockenbachviertel steht ein Beispiel für gelebte Willkommenskultur, das Bellevue di Monaco. Hier wohnen, arbeiten und begegnen sich Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Auch das Café gehört dazu. Hier arbeiten unter anderem Geflüchtete, was man auch an der abwechslungsreichen Mittagskarte merkt. Ich bin mit Thomas Kretschmer verabredet, er ist Teil des Projekts und engagiert sich hier ehrenamtlich. Wer kommt so ins Café? Also im Café kommen natürlich erstmal die Menschen, die das Café sehen und ihren Kaffee trinken wollen, das ist klar. Aber es gibt hier auch viele Veranstaltungen. Zum Beispiel gibt es die Asylberatung, die 2 bis 3 Mal die Woche stattfindet, wo eben Flüchtlinge sich beraten lassen können. Kostenlos dann? Kostenlos. Alles ehrenamtlich? Alles ehrenamtlich. Und das findet da oben statt? Das findet da oben statt. Da hängt auch das Schild und dann ist auch die Treppe gesperrt, sodass sie da ein bisschen abgeschieden sind. Und hier wohnen aber auch Geflüchtete drüber, ne? Hier sind Wohnungen drüber. Hier wohnen Geflüchtete drüber. Es sind 5 große Wohngemeinschaften, also 5 Wohnungen mit etwa 150 Quadratmetern. Ganz toll, 2 Balkone. Also sowohl nach dort als auch nach dort. Das sind einmal minderjährige Geflüchtete und es sind aber auch Flüchtlingsfamilien mit besonderen Bedürfnissen, die dann halt auch betreut werden und versorgt werden. Ein Projekt hat mit diesen Stühlen zu tun. Das sind nämlich nicht nur irgendwelche Möbel. Jeder Stuhl sieht anders aus. Craig aus Kalifornien wollte gerne wissen, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, so Möbel selber zu machen. Auf diese Idee sind der Michael Geldmacher und der Matthias Marschner, das ist der Architekt hier von dem Haus, sind die gekommen, weil man eben für dieses Café Möbel brauchte. Und die Möbel sollten halt vom Design in diesen Stil der 50er Jahre passen, weil das ganze Café ist ja wirklich so ganz typisch 50er Jahre Architektur. Im Keller wird jeder Stuhl zum Unikat. Prinz White zeigt mir, wie es geht. Er ist nach Deutschland geflüchtet und hat einen Song darüber geschrieben. It was not a plan to be a refugee. What do you like about Bellevue di Monaco most? Bellevue di Monaco is just like a wife to me now because I fall in love with this place and is inside my blood already. So this is where my life became meaningful to me. This is a place that has really changed my life, you understand, musically, art-wise, in terms of creativity and everything. The studio where I do my music. So if I don't have a place like this, what will I be doing? I don't know. See, 3 million is a risk.
Even the future they blink. See no hope for the kids. Everything is a fin trick. Day and night that they fire us. Bloody lights that they corner us. Each and every day that they bomb us. This is serious. Sag mal, Thomas, was passiert denn dann mit den Stühlen, wenn die fertig sind? Ihr braucht ja wahrscheinlich nicht immer mehr Stühle fürs Café. Nein. Also anfangs sind sie natürlich die ersten, glaube 50 Stühle und 15 Tische oder 20 Tische sind fürs Café gefertigt worden. Und jetzt die werden verkauft. Das heißt, wir gehen einfach auf den Markt. Zum Beispiel hat der Kulturreferent der Stadt München hat seine Besprechungsgarnitur sozusagen mit den Möbeln hier ausgestattet. Was ich super beeindruckend fand am Bellevue di Monaco ist, dass das nicht ein Ort ist, wo Menschen, die geflüchtet sind, kurz hinkommen, ein bisschen Hilfe bekommen und dann wieder weg sind, sondern das ist wirklich ein Ort, wo die sich zu Hause fühlen können, wo die Kontakte knüpfen und wo die einfach lange begleitet werden. Ein Mix aus traditionell, modern und bunt. So ist mir München begegnet. Thomas und Prinz White haben mir einen Ort zum An- und Weiterkommen in München gezeigt. Und mit Nils von den Munich Monks habe ich erfahren, wie sehr Rugby verbinden kann. Das war's leider schon wieder von mir aus München. Wie hat's euch hier gefallen? Hinterlasst mir gerne einen Kommentar unter dem Video. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, beim Mit Rahel unterwegs und mir auch wieder so spannende Fragen schickt. Pfiat euch, wie man in Bayern so schön sagt. Bis dann!